Hirnmetastasen sind Absiedlungen von Tumoren aus anderen Organen des Körpers. Am häufigsten unter anderem zum Beispiel eines Brustkrebses oder von Lungentumoren, von denen dann einzelne Zellen bis in das Gehirn gelangen und dort zu eigenen Tumoren wachsen, den sogenannten Metastasen. Metastasen werden typischerweise mindestens durch eine Biopsie behandelt, aber immer in einem Team von verschiedenen Ärzten aller Fachgruppen, die für den Patienten wichtig sind, nach einer Empfehlung behandelt. Dies kann chirurgisch sein, strahlentherapeutisch, immuntherapeutisch oder auch durch Medikamente.